Hallo. Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Manga-Review-Video. Und ja, es freut mich, dass du irgendwie deinen Weg hierher gefunden hast. Falls du schon Abonnent bist bzw. mich kennst, wunderst du dich vielleicht, wieso du mich jetzt nicht face-to-face vor der Kamera sitzend siehst. Man hört es vielleicht, ich bin jetzt seit ungefähr 4 Tagen wirklich mit Fieber an meine Wohnung, an mein Sofa gefesselt gewesen. Und heute ist der erste Tag, wo man so ein bisschen meine Stimme wenigstens erahnen kann. Deswegen nehme ich heute jetzt dieses Video auf. Wunder dich aber nicht, falls es einfach ein bisschen oder wenn es ein bisschen ruhiger ablaufen wird als sonst. Und während der letzten Woche habe ich eine kleine Umfrage auf YouTube hochgeladen. Ich denke, das werde ich in Zukunft öfters machen, also habt da mal immer ein Auge drauf. Aber ja, es ging darum, dass ich damals, als ich meinen Kanal angefangen habe, ja, hauptsächlich Manga-Reviews gemacht habe und das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen kurz gekommen in der letzten Zeit. Und ich wollte jetzt hier mit so einem Startschuss starten, dass ich das wieder ein bisschen in mein Videoprogramm aufnehmen möchte. Und da ging es dann letztendlich darum, über welche Reihe ihr etwas hören wollt. Und da freut es mich in erster Linie, dass jede Reihe, die ich da zur Auswahl gestellt habe, mindestens 1 bis 2 Stimmen bekommen hat. Aber es hat mich auch nicht überrascht, aber die meisten Stimmen hat dann ganz einfach: Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft bekommen und über diese Reihe möchte ich heute reden. Nur als kleiner Disclaimer: Das heißt natürlich nicht, dass es keine Videos zu den anderen Reihen gibt, speziell Night and Sea, welches auch die zweitmeisten Stimmen bekommen hat. Da möchte ich definitiv nochmal drüber reden. Es ist jetzt einfach eher die Reihenfolge gewesen, die dadurch so ein bisschen festgelegt wurde. So, genug zum Intro. Ja, ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft, ist eine Reihe, die ich glaube, ja, lass es Dezember gewesen sein, gelesen habe. Also es ist schon 1, 2 Monate her. Aber ein bisschen so ein paar Fakten zum Start. Es ist bei Egmont oder diese Reihe ist bei Egmont Manga erschienen, bei uns im Jahr 2020. Ich glaube in Japan 2017, 18 oder so da um den Dreh herum. Die Story ist von Suguru Miyaki geschrieben worden und gezeichnet ist das Ganze von, oh, jetzt muss ich auch mal hier lesen, Shuichi Taguchi. Sind immer wunderbare Namen. Ja. Und das Ganze ist so ein bisschen so eine Art, ja, im Grunde Slice of Life, Romance mit ein bisschen Hauch von Drama. Na, nicht Drama, vielleicht eher Mystery, finde ich, weil ein paar Sachen, die da passiert, dann doch ein bisschen übernatürlich sind. Dieses Video wird jetzt so sein, dass es ungefähr 3 Abschnitte hat. Einerseits einmal die Story. Und lass mich einmal meine Notizen hier umblättern. Ja, einerseits werde ich auf die Story eingehen, kurz den Plot erklären, ohne natürlich grob zu spoilern, worum es handelt. Also ohne grobe Spoiler zu bringen, aber natürlich werde ich ein bisschen auf die Story eingehen. Dann ein bisschen über die Zeichnung und den Zeichenstil möchte ich bestimmt auch nochmal sprechen gegen Ende hin. Und natürlich wird es ein Fazit geben, speziell auch zum Ende. Keine Sorge, auch da werde ich nicht spoilern, aber ich habe mehrfach gelesen, dass das Ende hier ein bisschen, ja, sehr 50-50 ist für die Leserschaft und da möchte ich auch ein bisschen meinen Senf zu geben, aber wie gesagt, ich werde nichts spoilern. So, worum handelt denn dieses wunderbare kleine Werk? Ach ja, habe ich gar nicht genannt, glaube ich, bei den Fakten, aber es sind 3 Bände in 3 Bänden abgeschlossen, so gesagt. Ja, und wie bei gefühlt jeder zweiten, dritten Romance, beginnen wir mit 2 Sandkastenfreunden, ein Jungen und ein Mädchen, die sich damals, als sie noch klein waren, gegenseitig versprochen haben, sich zu heiraten, wenn sie dann das Alter von 20 erreicht haben. Danach gibt es einen Zeitsprung und wir verfolgen unseren Jungen, den Hauptcharakteren Kusunoki, das Mädchen, das Sandkastenfreunde. Mädchen hieß übrigens Himeno, aber Kusunoki ist inzwischen 20 und ja, ist mehr oder weniger pleite, hat keine richtige Arbeit oder ist einfach sehr, sehr unzufrieden und hat mehr oder weniger abgeschlossen mit seinem Leben. Und erfährt dann von einer Firma bzw. einen Laden, der angeblich deine Lebenszeit kauft. Und genau das macht er dann. Er verkauft sein Leben oder die letzten Jahre, die er noch hat, bis auf 3 Monate, für 10.000 Yen pro Jahr. Für die Leute, die es interessiert, 10.000 Yen pro Jahr sind 61 Euro ungefähr bei der momentanen Finanzlage.
Und wie gesagt, er verkauft sein Leben bis auf 3 Monate. Das heißt, er hat mehr oder weniger nur noch 3 Monate zu leben. Und in der Zeit wird ihm eine Wächterin zur Seite gestellt, die wir hier auf den Covern sehen. Nämlich Miyagi. Sie ist eine Art Wächterin, das heißt, sie ist für alle bis auf Kusunoki unsichtbar, also für alle anderen, nur er sieht sie. Und sie ist im Grunde einfach dafür da, auf ihn aufzupassen, dass er sich an seinen Vertrag, wenn man es so nennen möchte, hält. Beziehungsweise natürlich kann man ja weiterdenken, du hast nur noch 3 Monate zu leben, dann kann man ja auch kriminelle Sachen machen, dann muss man sich nicht mal an die normale Norm halten. Und genau dafür, für solche Fälle, ist sie dann als Wächterin da, um ihn zu überwachen. Die Frage, die man sich dann vielleicht stellen kann, ist, ja, was macht man denn mit den letzten 3 Monaten, die man hat? Und Kusunoki beschließt, er möchte sich nun mal mit in den letzten 3 Monaten dann mit Menschen treffen, die ihm irgendwann mal im Leben etwas bedeutet haben, um so gesagt mit denen abzuschließen oder einfach nochmal mit denen in Kontakt zu treten. Und da sind es verschiedene Menschen dann, zum Beispiel alte Schulfreunde, aber natürlich auch seine alte Sandkastenfreundin Himeno, mit der er sich ja im Sandkasten so gesagt verlobt hat. Auch mit ihr möchte er irgendwie nochmal ein letztes Mal in Kontakt treten. Während er dies tut und auf seinem Moped herumfährt und diese Menschen sucht und treffen möchte, begleitet ihn natürlich Miyagi, seine Wächterin, auf Schritt und Tritt. Und dabei lernen natürlich auch diese beiden Charaktere sich kennen. Miyagi hier auf den Covern und Kusunoki erfahren voneinander, wie kam es überhaupt dazu, dass Miyagi in diesen Job als Wächterin bekommen hat, oder wir erfahren, wieso auch Kusunoki überhaupt erst in diesen Schritt gegangen ist, um sein Leben dann auch zu verkaufen. Und ja, das ist so im Grunde denn die Hauptprämisse. Und ich denke auch, das ist das, was man so mehr oder weniger darüber wissen sollte. Im nächsten Teil möchte ich ein bisschen auf die Zeichnung eingehen, denn da gibt es auch viel Gesprächsstoff für viele, denn gerade so kleine, kurze, emotionale Dramen haben ja oftmals auch wunderschönen Artstyle. Ich finde den Artstyle hier im Grunde nicht schlecht, aber was einem sehr auffällt, was viel kritisiert wurde, sieht man, ich habe hier so Zettelchen, speziell zum Beispiel auf 4 Seiten, auf der linken Seite. Es gibt einfach gefühlt keine Hintergründe. Speziell in Dialogen, finde ich, sind sowas wie Hintergründe viel zu kurz gekommen. Die Zeichnungen sind okay, aber wie man hier sieht, es sind meistens einfach nur die Menschen, die Charaktere und ihre Sprechblasen. Und das finde ich sehr schade, weil hier sieht man, man kriegt so einen Hauch von, man kriegt so eine Geschmacksprobe, wie die Hintergründe aussehen könnten, aber dann werden die einfach nicht dargestellt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Speziell in so einem sentimentalen Manga, der auch viel von der momentanen Stimmung der Charaktere lebt, finde ich gerade so etwas sehr, sehr schade, dass das dass das halt nicht vorkommt, dass das nicht gezeigt wird. Deswegen muss ich sagen, ganz ehrlich, allein für den Zeichenstil muss man jetzt nicht seine 21 Euro, sind das glaube ich 7 Euro pro Band, hierfür ausgeben, da sich das denn nicht lohnt. Wenn man sich 10.000 Yen pro Jahr besorgt, dann wirklich nur für die Story und für die Charaktere. Und auch beim Thema Story, wie gesagt, ohne jetzt aufs Ende einzugehen, muss ich sagen, und das habe ich auch öfter schon gehört, ist, ich glaube, dieser Dreiteiler hätte sehr, sehr gut funktioniert in einem 2-stündigen Film. Einfach ein Anime, ein Film. Diese Story hat einfach so viel Potenzial und könnte 1:1 auch ein Makoto Shinkai-Storyplot sein, wenn man es noch ein bisschen ausschmückt und ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Aber ich finde es einfach schade, dass einfach, ich finde den Plot einfach echt spannend, und ich finde, der Manga leidet einfach ein bisschen darunter, dass er so viel zu simpel dargestellt wurde letztendlich. Und ich glaube, deswegen gibt es auch viele Diskussionen, ob jetzt Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr overrated ist oder underrated. Ich finde, es ist eine grundsolide Reihe, die man definitiv nicht gelesen haben muss, weil für mich war das viel. Ich glaube, ich bin auch mit ein bisschen zu viel Erwartung reingegangen, weil es in gefühlt jeder Sammlung gibt es diese Reihe, und es wird auch oft, habe ich gehört, dann doch, dass es eine super, super, gute Reihe ist, die man gelesen haben muss, und der Meinung bin ich dann doch nicht. Es ist für Genre-Fans definitiv etwas, was man sich geben kann,
aber es ist nicht diese Reihe, die man haben muss im Regal, die man gelesen haben muss. Es ist einfach eine solide Romance-Reihe. Mehr aber für mich dann auch nicht gewesen. Es war eine solide, lass mich eine solide 7 von 10 sagen. Und bevor das Video dann auch sein Ende findet, wollte ich nur einmal kurz nochmal, ohne Spoiler, wie gesagt, kurz aufs Ende eingehen, weil das sehr viel Zündstoff gegeben hat. In meinen Augen ist das Ende okay gewesen. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, definitiv mehr gewünscht. Und ich muss auch sagen, wie das Ende erzählt wurde, muss ich das abschließende Kapitel ja doch zweimal lesen, weil ich zuerst dachte mir, was passiert hier jetzt gerade? Aber beim zweiten Mal lesen habe ich es mehr oder weniger gecheckt und ich kann verstehen, dass es so endet. Aber ich hätte mir definitiv mehr gewünscht, ein bisschen mehr Closure für die Charaktere. Aber die Art und Weise, wie das Ende gewählt wurde, finde ich es jetzt nicht so schlimm, wie ich es dann doch manchmal in anderen Kritiken gehört habe. Aber ja, es passt einfach zu dieser Story. Es ist einfach solide gewesen. Es ist kein Ende, wo man sich ärgert, aber es ist keins, wo du dir denkst, das hat jetzt nochmal den Manga auf eine neue Ebene gestellt. Ich denke, das ist mehr oder weniger das, was ich zu sagen jetzt erzählen wollte zu dieser Manga-Reihe. Generell für die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind überhaupt, also meine Manga-Reviews werden zukünftig generell so sein, dass ich viel einfach aus dem Bauch heraus erzähle und jetzt nicht hochprofessionell hier eine Analyse anstellen werde. Das war nie mein Plan hiermit. Es ist letztendlich einfach nur ein Video, wo ich einfach darüber reden möchte, was ich gelesen habe und kurz meinen Senf dazu geben möchte. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, weiterhin solche Videos vielleicht zu verfolgen von mir, dann ja, würde ich mich trotzdem über Feedback freuen, über eine Bewertung und ansonsten auch über ein Abo auf meinem Kanal. Und ich wünsche dir einfach noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ja, wie auch immer. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Mach's gut.